Siegen sich die Aktienmärkte langsam zu Tode nach einem Tweet von Donald Trump? Da sah es ja aus, als würde jetzt alles in den Himmel wachsen, mindestens die Kurse. Denn Donald hatte getweetet, dass der Deal ganz, ganz nahe sei. Getting very close to a big deal with China. They want it and so we do. Sie wollen es und wir wollen es auch. Und die Märkte sind nach oben geschossen. Und das in einer Situation, als die Märkte gerade dabei waren, nach unten zu schießen, nach einem Bericht der Credit Suisse, wonach die Apple iPhone Shipments in China mit weit über 30% zum Vorjahresmonat eingebrochen seien. Das hat so dieses Apple-Narrativ, diese Apple-Erzählung, boah, ist doch alles super. Neue Allzeithochs bei Apple wie heute, gestern noch Analystenaufstufungen der Aktie, zwei Analysehäuser haben die Apple-Aktie weiter nach oben gestuft, passte ja alles wunderbar ins Bild, wenn dann plötzlich Fakten ins Spiel kommen, die ein bisschen unangenehm sind, aber dann eben dieser Tweet von The Donald. Dann kam das Wall Street Journal mit der Aussage, ja, die Amerikaner haben angeboten, die Zölle, die jetzt am 15. Dezember anstehen, erstmal abzublasen und die bestehenden Zölle um 50% zu reduzieren. Das scheint so zu sein. Das bestätigt auch hier Eunice Yoon, die CNBC-Korrespondentin in Peking, die sagt, ja, genau das könnte der Fall sein. Nach meinen Informationen stimmt das, aber die Chinesen sagen, das ist wahrscheinlich nicht genug. Das dürfte nicht wirklich reichen, denn man will sozusagen diesen Handelskrieg wirklich auch beenden und nicht nur jetzt so einen temporären Waffenstillstand schließen. Dementsprechend müssten die gesamten Zölle abgewickelt werden, beziehungsweise man bräuchte einen Fahrplan, eine Perspektive, um diese Zölle abzuwickeln. Wir sehen dann eben Berichte, auch hier etwa The Business Source. Das ist der Teil der Global Times, der sich vor allem um Wirtschaftsfragen kümmert, wo man hier sagt, ja, die Berichte, dass die USA und China sehr nahe bei einem Deal sind, die sind richtig wahrscheinlich, aber China will wirkliche Aktionen sehen und nicht nur Worte. Und dazu gehört eben zu diesen Aktionen, die Zölle rückabzuwickeln. Also das ist jetzt die große Unbekannte und die Aktienmärkte, die eben vorher auf neue Allzeithochs gestiegen waren, was die USA betrifft, die haben dann ein paar Gewinnchen mitgenommen. Jetzt ist die Frage, haben wir da so einen Fehlausbruch? Wird jetzt China sagen, naja, schön, dass du das vorschlägst, aber es reicht uns nicht. Unter diesen Bedingungen sind wir nicht bereit, den Deal zu machen. Der Ball liegt also jetzt in dem Felde Pekings. Und wenn Peking nicht zustimmt, dann könnte Donald Trump am Sonntag doch die Zölle einführen. Und das ist jetzt natürlich eine Perspektive, die ein bisschen unangenehm ist. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Das ist alles Headline-getrieben nach wie vor. Trump hat in einer Situation, in der die Märkte Schwierigkeiten hatten, die ganze Geschichte wieder nach oben gezogen. Heute soll ja ein Treffen mit Lighthizer, mit Mnuchin, mit Navarro, mit Kudlow stattfinden. Aber vielleicht haben wir das Ergebnis schon gesehen, nämlich dieses Angebot. Die Frage ist, reicht es China so, wie es hier klingt? Reicht es nicht? Aus den USA hatten wir heute noch Zahlen, Erzeugerpreise. Die waren deutlich geringer als erwartet und vor allem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind massiv nach oben geschnellt, 252.000, stärkster Anstieg seit 2 Jahren. Nun war die Zahl der Vorwoche, wird ja jede Woche werden diese Erstanträge ermittelt, war sehr, sehr gut mit 209.000 Erstanträgen. Das haben die Analysten als Zeichen der Robustheit des amerikanischen Arbeitsmarkts gewertet, aber letzte Woche war Thanksgiving, das heißt, da war praktisch nur Montag bis Mittwoch und es wird ja nur die nominale Zahl der Leute erfasst, die eben hier diese Erstanträge geben. Dementsprechend sehen wir jetzt einen sehr großen Schnapper nach oben, wie nachhaltig das ist, ob der Arbeitsmarkt jetzt langsam Spuren auch in den USA zeigt von Schwäche. Das werden wir sehen. Wir haben heute gesehen Christine Lagarde und ich fand, sie hat ihre Sache doch relativ gut gemacht. Sie hat klar gesagt, wenn ich etwas nicht weiß, dann werde ich auch sagen, ich weiß es nicht. Das hat sie in einem eigenen Statement nochmal, bevor die Journalisten dann fragen konnten, klar gemacht. Fand ich sehr souverän, wie sie sozusagen auch mit ihrer Schwäche umgeht. Wie kann sie als Politikerin schon in dieser ganzen Terminologie der Notenbanker drin sein? Sie hat sichtbar manchmal Schwierigkeiten gehabt, als sie diese ganzen Fachtermini, diese Fachbegriffe gebraucht hat. Jedenfalls ist für die Märkte wichtig gewesen, dass man auf der einen Seite die Inflationserwartung für 2020 nach oben genommen hat und auf der anderen Seite die Wachstumserwartung für 2020 ein bisschen nach unten genommen hat. In dem Moment sprang dann Gold an zum Beispiel, weil man sich sagt, naja, die EZB wie auch die Fed,
die werden jetzt die Zinsen im Mindesten nicht mehr erhöhen. Aber wenn die Inflation ansteigt, dann ist Gold ja in dem Moment wieder ein sehr guter Inflationsschutz. Dementsprechend da die Reaktionen der Märkte. Reaktionen heute auch, heute Abend, da wird es das Webinar geben, zusammen mit dem Bullennörgler, der bei Finanzmarktwelt immer wieder auch in Erscheinung tritt. Was passiert im Jahr 2020 um 20 Uhr bei facebook.com/capital.com Deutsch live. Schauen Sie sich einfach hier diese Mail, diese URL an, diese Internetadresse. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ansonsten stelle ich das morgen nochmal bei Finanzmarktwelt rein. Aber da ist Gewichtiges, was da kommen wird, sollten Sie nicht verpassen. Verpassen tun wir auch nicht die Charts. Und ich will auch nicht verpassen zu sagen, dass diese Charts von Capital.com sind. Wir sehen hier diese Bewegung nach oben. Da schien es erstmal nach unten zu rauschen. Dann, booms, ging der Dow Jones, den wir hier sehen, fast 400 Punkte nach oben. Aber dann sind wir jetzt eben auch wieder gute 200 Pünktchen nach unten gekommen. Also es ist natürlich ein ziemliches Chaos nach wie vor. Nach wie vor herrscht keine Klarheit. Klarheit scheint zu herrschen, was für ein Angebot die Amerikaner machen. Klarheit herrscht aber nicht darüber, ob die Chinesen das annehmen, ob das Ganze dazu führt, dass die Zölle verschoben werden, doch kommen, ob es den großen Frieden gibt. Das steht nach wie vor in den Sternen. Ähnliches Bild beim Nasdaq 100. Alle Indizes heute neue Allzeithochs. Aber wir sehen, das ist durchaus volatil. Der DAX, der war schon in Richtung 13.300 unterwegs auf diesen Tweet von Donald Trump hin. Dann ging es aber vorhin nochmal kurz unter die 13.200. Weniger volatil die ganze Geschichte beim deutschen Leitindex. Wir sehen Euro-Dollar, der jetzt auch wieder ein bisschen zurückkommt. Diese Hoffnungsmeldung, dieser Hoffnungstweet von Donald Trump hat hier dafür gesorgt, dass wir nochmal nach oben gegangen sind. Auch das Raufnehmen der Inflationserwartung vor allem hat auch den Euro gestärkt. Aber jetzt wieder so ein bisschen Risk-Off scheinbar das Thema. Gold konnte zunächst mal deutlich sogar in Richtung 1490 steigen, jetzt aber auch wieder auf dem Rückmarsch 1468 und das amerikanische Crude Oil leicht positiv über der 59er-Marke. Headline-Chaos nach wie vor nicht viel Klarheit. Wir wissen wahrscheinlich, was die Amerikaner anbieten, aber ob es reichen wird, ob das alles dazu dient, wirklich jetzt dauerhaft da irgendwie Wogen zu glätten, das bezweifle ich einmal sehr stark. Wir werden sehen, heute die Wahlen in UK, das könnte morgen dann die Märkte nochmal bewegen. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und freue mich, wenn Sie nachher dabei sind. 20 Uhr ist nicht mehr lange hin, meine Damen und Herren. Bis dann.